Anfang der Woche. Ja, ich hatte mit beiden längere Gespräche. Natürlich sind die beiden Spieler extrem enttäuscht. Ich glaube, das ist normal und auch verständlich. Und habe ich schon oft gesagt, ich hatte schon als Vereinstrainer echt Probleme damit, diese Gespräche zu führen, wenn ein einzelner Spieler dann in einem wichtigen Bundesliga- oder Champions-League-Spiel nicht spielt. Dann einem Spieler mitzuteilen, dass er bei der Heim-EM nicht dabei ist, hat schon nochmal eine andere Tragweite und sind keine schönen Gespräche. Wenngleich ich weiß, die Informationen einem mitzuteilen ist nicht schön, aber die Informationen zu halten ist wahrscheinlich doppelt und dreifach schlimm. Und das habe ich natürlich nicht gerne gemacht. Das sind noch keine schönen Entscheidungen, die man da trifft. Generell würde man am liebsten alle mitnehmen, die Fußball spielen, das ist ja klar, weil das einfach ein sehr bedeutendes Turnier ist und eine tolle Erfahrung für jeden Spieler, für jeden Trainer. Am Ende muss ich als Cheftrainer aber eine Entscheidung treffen im Sinne der Mannschaft. Und das habe ich ja versucht, gerade in der vorherigen Frage von Franzi so ein bisschen zu beantworten, warum wir uns für die Spiele entschieden haben. Natürlich, wie gesagt, am Ende waren beide sehr enttäuscht und wären gerne dabei gewesen und haben natürlich auch alles reingeworfen, dass sie dabei sind. Ja, ich habe versucht, die Dinge zu erklären, warum und wieso, das zu begründen. Es ist auch wichtig, diese Informationen, die ich dann auch den Spielern teile, bleibt natürlich auch zwischen mir und den betreffenden Spielern. Waren da noch ein paar andere dabei, mit denen ich dann auch die Telefonate geführt habe und ihnen die Mitteilung machen musste, dass sie nicht dabei sind. Ja, ich glaube, es ist verständlich, dass sie sehr traurig darüber sind. Waren auf jeden Fall keine bösen Gespräche, aber natürlich gibt es angenehmere im Leben als die.